nominiert für den WTT Young Leader Award 2015. In Marktforschung sind Projekt 1. Gemeinde als Partnerin für innovative Immobilien für das Wohnen im Alter. Die Avadis Anlagestiftung mit Hauptsitz in Baden investiert und verwaltet im Auftrag von Pensionskassen Obligationen, Aktien und Immobilien. Auftrag des Praxisprojektteams war, das Interesse und den Bedarf für Wohnen im Alter bei ausgewählten Gemeinden zu analysieren und daraus das Potenzial für neue Investitionsmöglichkeiten abzuleiten. Die grösste Herausforderung in diesem Projekt war, die viel Literatur, Daten und Experteninterviews zu analysieren und aus dem die richtigen Fragen für die Marktforschung zu stellen. Es ist ein Projekt, das nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Und wir konnten uns auch im Verlauf dieses Projekts sehr stark damit identifizieren. Mit Fabian Ritter, Projektleiter. Roman Büchler. Nicolas Gollero. Timo Koller. Luca Pieli. Projekt 2. US Market Entry Analysis and Recommendation for Janssen Steel Profile Systems. Die Janssen AG in Oberried entwickelt, fertigt und vertreibt Präzisionsstahlrohre und Stahlsysteme sowie Kunststoffprodukte für die Baubranche und Industrie in der ganzen Welt. Auftrag des schweizerisch-amerikanischen Praxisprojektteams war, eine breit abgestützte Analyse des amerikanischen Marktes für Stahlprofile durchzuführen und daraus eine Markteintrittsstrategie herzuleiten. Die wissenschaftliche Substanz des Projekts macht die differenzierende Vorgehensweise der Studierenden aus. Es wurden mehrere Vertriebsmodelle identifiziert, Vor- und Nachteile verglichen, um den Kunden am Schluss die beste Lösung empfehlen zu können. Projektergebnisse erlauben uns, um weitere Aktivitäten im nordamerikanischen Markt zu planen und bestehende Kundenbeziehungen, die wir heute schon haben, zielorientiert und nachhaltig auszubauen. In 10 Jahren werde ich mich sicher noch an die Zeit auf dem College erinnern, wo wir zusammen mit den Amerikanern das Projekt abschliessen konnten. Und es war sehr schön, um wieder mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Und das hat uns gerne noch Energie für den Endsport gegeben. Von der FHS mit Angela Zürer, Projektleiterin. Stefan Nüssli. Vom Babson College Boston mit Sharuz Hussein. Helen Kim. Ryan Narrett. Projekt 3. Formen- und Werkzeugbau. Quo Vadis. Die ThyssenKrupp Materials Schweiz AG in Wiel ist ein Unternehmen des ThyssenKrupp-Konzerns und bedient die verarbeitende Industrie mit Grund- und Qualitätsstahl sowie Edelstahl, Nichteisenmetallen und Sonderwerkstoffen. Auftrag des Praxisprojektteams war, die Kundenbedürfnisse und kaufrelevanten Faktoren in Formen- und Werkzeugbau in der Schweiz, in Süddeutschland und im Vorarlberg zu evaluieren und damit eine Grundlage für die zukünftige Strategie zu erarbeiten. Die Aufgabe, die die Gruppe hatte, ist so wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, nur dass eben der Heuhaufen so groß ist wie die Turnhalle St. Gallen. Dank der professionellen Vorgehensweise der Studierenden geniessen die Resultate firmenintern sehr hohe Akzeptanz und sind wichtige Bestandteile für unsere weiteren Überlegungen. Ich glaube, wir haben das Nominationsrennen gemacht, weil unser Thema ein Stück weit über eine rechte Marktforschung rausgegangen ist. Wir mussten eine sehr umfangreiche Situationsanalyse zuerst mal machen. Und natürlich auch, weil unser Thema nicht sehr üblich für einen Fachhochschulstudent im Bereich Wirtschaft ist. Es war ein sehr technisches Thema. Aber ich denke, wir haben damit Bravour bestanden. Mit Lino Schindler, Projektleiter. Nathalie Bauer. Daniel Benziger. Nadine Schmid. Michelle Hofer. Das Amt für Wirtschaft des Kantons Appenzell-Ausserrhoden gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Marktforschung den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Urteil der Jury.